Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Payback. Ich war gerade mal ein bisschen hier im Canyon unterwegs und habe rein zufällig ein stillgelegtes Auto gefunden. Den Mazda RX-7. Da hat anscheinend jemand ein bisschen eine Geschmacksverirrung geleitet. Aber dennoch, nehmen wir den mal mit. Bring das Auto zur Rev. Wirklich, das machen wir. Oh, so. Was? RM113, wo befinden Sie sich im Moment? Ach, hör doch auf. Nicht die Bullen schon wieder. Verdammte. Okay. Sollte vielleicht das Griffel. So. Eieieiei. Mit unserem Audi hätten wir die Probleme hier nicht. Kilometer. Mach mich fertig. Oh Mann. RM113, wie lautet Ihre aktuelle Position? Oh Mann. Südlicher Richtung durch Silver Canyon. Ach, gerade kommen sie nicht näher, das ist schon mal gut. Jawohl. Rumgekommen. Aber wir kommen wieder näher. So, eins. Wartet schon wieder der nächste. Oh. Ob die in echt auch so wild fahren? Zentrale an RM113, wo sind Sie gerade? In westlicher Richtung durch Silver Canyon. Können wir das irgendwie abkürzen? Okay. Was zum Teufel soll das? Ah, vielleicht sind wir besser gewesen. Fahren wir da lang. So. Wie viele Autos sind denn das? 3, 4, 5, 6. Oh Mann, ey. Das Auto war doch eh nur stillgelegt. Was wollen die denn jetzt von mir? Wie lautet Ihre aktuelle Position? What the? Rhino nähert sich, ich hab's gemerkt. Junge. Ich nochmal, weg geht es. Habt ihr einen Rhino gerammt, nicht mich, Mann. Ah, das ist ein Schiff. Was fährt denn da vorne? Das ist gelb. Zentrale an RM113, wo sind Sie gerade? Oh. Mit so einem Fahrzeug habt ihr nie eine Chance. Ich hätte gern wieder mein Auto. Wo ist es denn? Ah, guck mal. Den können wir doch eigentlich auch wieder aufbauen, ne? Ach, da fehlen noch Teile.
Ach so, okay. Ja gut, wir können ihn ja jetzt mal tunen. Schauen wir mal, was da alles geht. Teile setz. Sehr gut. Das schaut doch schon mal ganz ordentlich aus. Aber warum gibt es beim Teileset keinen Heckstoßfänger? Sehr merkwürdig. Was sind das denn für Räder? Na, erst vielleicht mal den Heckstoßfänger machen. Diffusor und Heckkotflügel. Was habe ich denn für einen Diffusor? Das hätten wir. Fenster können wir ja schön abdunkeln. Großen Unterschied sieht man nicht. Drei Sprungaktivitäten mit einer 2-Sterne-Wertung. Okay. Räder brauchen wir noch. Schaut doch gleich richtig gut aus. Schauen wir mal noch weiter. Jede Menge Felgen. Auch nicht so das Richtige. Die Pfosten könnten wir eventuell nehmen. Die wir ein größer kriegen. Jawohl. Farbe machen wir nachher. Bremsscheiben. Finde ich mal wieder. Ah, muss gleich kommen. Die, ne? Jo. Die Farbe kümmern. Jo, kann man eigentlich so lassen. Ja, das ist jetzt wieder die Frage. Ändert man es und wird nachher hingestellt als farbenblinder und das schaut echt scheiße aus. Für den einen oder anderen, oder?
Lass mal's einfach. So. Gut. Dürfen wir soweit alles haben. Dann noch die Farbe ändern. Leistungstüren, wenn wir jetzt nichts machen können. Was ist das jetzt? Ist das jetzt Race oder? Also Razor, okay. Auf jeden Fall tiefer. Ah, ich wollte nicht ganz so. So ist gut. So. Dann braucht man noch Farben. Mit. Och Mensch. Das ist jetzt aber nicht schön. Können wir jetzt den gleichen grünen Ton finden. So in etwa. Gott, schaut das dämlich aus. Naja, dann lassen wir es halt erstmal so. Können wir nicht viel dran ändern, ne? Kannst da auch nichts machen. Gut. Ich wusste doch, dass ich Runner noch den Mercedes habe. Also warum soll ich jetzt mit dem Audi fahren? Das ergibt für mich irgendwo keinen Sinn. Also gut. Ach, wir müssen den sogar mit dem Lagerbestand tauschen, sonst kriegen wir den Audi wahrscheinlich gar nicht wieder, ne? Brauchen wir ja für die nächste Mission. Also. Nehmen wir den wieder und gehen raus aus der Garage. Ha, schaut gleich viel besser aus. So, wo geht's denn weiter? Da oben hat er jetzt die Tankstelle mitgenommen. Ja, wunderbar. Die Mission ist aber hier unten. Und ich würde sagen, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ich konnte dir helfen mit dem kleinen Fundort des Mazda iX7. Mal schauen, ob wir noch ein paar weitere finden. Es sind ja noch ein paar Autos gewesen, die ich letztens genannt habe. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.